Hallo, hier ist wieder euer Knochenbose LP mit einem neuen Let's Play, nämlich von Mario Kart 64. Ja, weil Super Mario 4, das Let's Play zu Super Mario 64 ja zu Ende ist, habe ich mir gedacht, ja, Let's Play ich doch noch ein Super Mario 64, N64 Spiel, und da kam mir Mario Kart 64 in den Sinn und ja. Ja, und das Spiel habe ich auch gerne als Kind, also das habe ich auch sehr gerne gespielt. Das hat mir echt Spaß gemacht, auch mit meinen Geschwistern, hat auch richtig reingehauen, das Spiel. Und wir spielen als erstes mit Mario. Machen 50 CCM und 100 CCM, aber nicht für 150 CCM, weil 150 CCM ist zu schwer. Deswegen kommen nur die beiden CCM. Also die beiden Hubraum zum, also ins Let's Play rein, und also die fahren wir nur, ne? Damit ich mich jetzt hier nicht so ein bisschen verplappere. Egal, komm. Starte einfach den Pilzcup. Und ja, es gibt hier in diesem Spiel nur 4 Cups. Und ja. Ist auch sehr schwer, Erster zu werden, weil das, naja, 50 CCM ist es ja noch leicht. 150 CCM ist schwer. Und 100 CCM ist leicht. Oh, ich muss mich erstmal mit der Steuerung vertraut machen. Weil, ja. Wie kann man denn... Ah, auf R. Kann man Items hinter sich setzen. Also, wenn man es gedrückt hält, wenn man es loslässt, dann fliegt das Item davon. Das ist auch mal der Trick hier, dass wenn der Gegner jetzt hinter dir ist, dann kannst du den mit dem Item, das du hinten an dir dran, das hinten an dir dran hängt, dass er dann reinfährt. Und das ist sehr nützlich, weil ja, dieses Spiel kann man auch nicht nach hinten gucken. Das finde ich zwar ein bisschen blöd, aber es ist ja ein N64 Spiel und ja, egal. Man darf mindestens Vierter werden, aber unter dem vierten Platz heißt dann, du kriegst keine Punkte, und es ist nicht so leicht, hier nochmal Punkte zu kriegen. Also wenn du dann einmal Fünfter, Sechster, Siebter, Achter bist, dann kannst du eigentlich wieder neu starten. Ist ja auch das Blöde daran. Diese Steuerung. Boah. Perfekt geworfen, Peach, aber ja. Zum Glück gibt es hier in diesem Spiel auch keinen Windschatten. Ansonsten hätte mich Peach schon längst überholt. Und das... Dann wäre ich Zweiter geworden. Und das will ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Und ob ihr es auch so gern gespielt habt, also als Kind. Ja. So. Peach ist hinter mir. Bowser ist jetzt Bowser hinter mir. Es ist Peach wieder Zweiter, jetzt ist Bowser Zweiter. Was könnt ihr euch mal entscheiden? Ja, links sieht man, welcher Platz man ist. Oh Gott, die drängen mir. Die sind sehr weit hinter mir. Ich hoffe, ich werde hier noch Erster. Ja, doch. Kann nicht sein, dass sie mich überholen. Das erste Rennen, die erste Strecke haben wir schon mal geschafft. So, hoffen, dass wir den Goldpokal kriegen. Es ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich in allen Strecken Erste werde. Aber schön wär's. Man kann ja auch keine Charaktere freischalten. Es gibt nur die 8 Fahrer, die man zur Auswahl hat. Und jetzt habe ich einen Boost bekommen, einen... Turbo.
Ja. geh weg, Bowser. Jetzt hat er mich überholt. Aber jetzt. Mist. Ja, und wie man gerade sehen kann, ich mach die Banane nach hinten und die Kamera. Ja, er ist reingefahren. Geht ein bisschen nach hinten. Also ich hänge die Banane hinten an mir dran und die Kamera geht nach hinten. Das heißt nicht, dass ich schneller werde, nein. Das heißt, ich kann gucken, was die hinter mir machen. Und ja. Der Bildschirm dunkel gewesen. Bowser, geh weg. Danke. Geh weg. Ich hab sowieso drei grüne Panzer. Also kann ich dir auch wehtun, wenn ich will. Oh, jetzt bin ich gegen einen Monty Maulwurf gefahren. Das ist natürlich nicht so toll. Wenn du einmal getroffen wirst, dann ist es auch sehr schwer, wieder nach vorne zu kommen. So, ich hoffe, ich werde noch hier Erster, weil es wäre sehr schön. Es wäre auch sehr schön, wenn ich einen roten Panzer kriegen würde. Gut. Aber die roten Panzer sind manchmal nicht so gut, wie man denkt. Ach, jetzt hat mir die Peach das Item weggenommen. Schade. Oh, Bowser hat einen Fehler gemacht, aber ich habe kein Item. Das ist natürlich richtige Scheibenkleister. Aber wir werden doch noch in dieser Strecke oder in diesem Rennen Erster. Juhu! Hat Bowser mich nicht überholt. Gut. So, das war schon mal ganz gut von uns. Ich geh mal kurz die Frage. Ein Ladekabel für den Computer natürlich, damit die Aufnahme nicht, damit der Computer nicht ausgeht. Das werde ich natürlich rausschneiden. Ach, zumindest das ist rausschneiden. So. So. Etwas vielversprechender aus als vorher war. So, entschuldigt, dass ihr jetzt diese Geräusche gehört habt. Ja, das kann auch mal passieren, dass ich vergesse, mein Ladegerät an meinen Computer zu stecken. Aber egal. Hat ja nicht lange gedauert. Ach, jetzt kommt diese Meldung. Wartet ein wenig. Ist euch schon aufgefallen, dass der erste Part nie so abläuft, als sollte er so ablaufen, wie es will? Ist mir auch schon aufgefallen. Immer muss etwas in einem Let's Play passieren, was eigentlich nie passieren sollte. Und Bowser ist Erster. Ist nicht so toll. Ach Mann. Aber dieses Spiel ist halt auch ein bisschen schwer. Geh weg. Ja. Peach ist weg. Und wir haben wieder ein Buhu. Kriegt man eigentlich relativ selten, aber jetzt irgendwie kriegt man ihn sehr oft. Also ich weiß nicht. Entweder man kriegt ihn sehr oft oder nicht so schnell. Oder nicht sehr oft. Keine Ahnung. Nein! Mensch, Bowser, wie ist der? Nein! Ach man, das ist bescheuert. Es gibt auch einen Trick, wie man die Bananen sich von den Bananen nicht treffen lassen kann. Nämlich, man muss vorher abbremsen, dann holt man halt. Dann wird das halt nicht mehr als Treffer gezählt. Das finde ich sehr cool. Ja, Bowser hat einen Fehler gemacht, das finde ich richtig gut von ihm. Na komm, so. Oh, wie viele Strecke ist das jetzt? Die dritte, ne? Okay. Ach Mann, diese Strecke. Bowser.
Ja. Rosa kriegt ja auch nur Bananen, oder nicht? Er sollte auch mal einen roten Panzer kriegen und nicht nur Bananen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht hier nur Bananen auf den zweiten gekriegt. Und mein Satzbau ist auch nicht so toll, aber was kann ich dafür, ne? Was kann ich denn dagegen machen? So, wir können einmal Zweiter werden und dann. Ja. Yeah. Oh, die Kalimari-Wüste. Oh, die habe ich gemocht. Da bin ich immer so gern so hinter den Zug hergefahren und oh, diese Strecke ist einfach nur cool. Ja. Nein! Jetzt habe ich vergessen, dass man. Ach, egal, ich habe. Wieso kriege ich hab auf dem dritten Platz einen Stern? Okay, aber jetzt sollte ich auch mal wieder auf die Strecke zurückkehren, weil, ja, deswegen. Man sollte auch rechtzeitig abbremsen, wenn der Zug kommt. Also, wer da reinfährt, der wird durchgeschleudert. So, also, das fühlt sich auch nicht so schön an und ist auch nicht so schön. So, das brauche ich nicht, das ist unnötig. Puh, jetzt kann ich abkürzen. So. Wieso bist du hinter mir? Ich habe doch eine Abkürzung genutzt. Oder ist da auch bei den. Oder hatte der auch einen Pilz? Komisch. So, tschüss. Das passiert, wenn man hinten ganz nah an jemanden dran ist. Man kriegt eine Banane ab. Deswegen soll man ja auch nicht so. Also. Ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen soll man auch nicht so nah an jemanden dran fahren. Ansonsten kriegt er Stress. Und kriegt dann eine Banane ins Gesicht und dann. Ja. Wieso ist Bowser eigentlich so schnell? Verstehe ich nicht. Oder war das so, dass die schweren Charaktere sehr schnell waren? Jetzt ist Peach auch immer wieder hinter mir. Dieses Spiel. Aber das ist normal in diesem Spiel. Ach Mann. Immer rase ich in den Sand rein. Komm. So. Ach, Mist, nicht getroffen. Ach, ich habe ja noch eine Banane. So. Sieht gut aus. Werden es Bowser und Peach noch schaffen, mich von dem ersten Platz zu drängen? Oder. Weil sie es nicht schaffen. Ne, ich glaube nicht, die werden es nicht schaffen. Und ich habe 5 Bananen. So. Den Pilzcup haben wir komplett geschafft. Wir sind in allen Strecken Erster geworden. Ist das nicht toll? Ist auch cool, oder nicht? Ne? So. Jetzt kommt noch die Siegerehrung. Und dann war es das auch mit dem ersten Part von Mario Kart 64. Oh, da hinten ist der vierte Platz und so ist Yoshi. Oh, schade. Ja, Peach hat es doch noch geschafft, Zweiter zu werden. Und Bowser hat leider den dritten Platz. Aber egal, muss er nicht sein. Vielleicht nächstes Mal Bowser. Yeah, so sieht der Goldpokal aus. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber wenigstens etwas, ne? So, welchen Rang haben wir denn überhaupt? Ja, steht nicht da. Aber egal.
dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao.